George Music Shop Hamburg. Demonstration einer Seite aus Wien von der Firma Dr. Thomastik Infeld. Diese Seiten verkaufe ich schon seit fast 40 Jahren. Diese Seiten sind deswegen sehr schön weich gemacht, dass sie eben nicht die Decke nach oben verbiegen und hier nach unten verbiegen und dass dann der Steg abfallen kann. Und ich musste natürlich die Seitenlage ein kleines bisschen flacher einstellen, damit ich sie besser greifen kann. So. Bünde noch ein kleines bisschen abgeschliffen und entgratet. Und jetzt kann man die Gitarre jetzt eigentlich auch ganz gut mal zum Herzeigen mal benutzen. Normalerweise bei Runddrahtseiten ist, sind diese jetzt, wo andere rund sind, sind jetzt eben oben platt geschliffen und machen natürlich auch noch Quietschgeräusche, aber die halten sich irgendwo in Grenzen. Ne? So mach's ja. Die Gitarristen hören es gar nicht mehr richtig, dass da andauernd was quietscht, aber für einen Zuhörer ist es natürlich die Frage, was macht der da? Kannst du auch mal spielen ohne Quietschen? Jetzt ganz manierlich klingt, im Gegensatz zu vorher, da war die Seitenlage so, dass man da ein Pferd durchschieben konnte und die Balken innen drin waren lose und der Steg war abgeflogen und wie schon gesagt, der Hals war eine Banane und ich habe die geschenkt bekommen von einer lieben Kundin, die sich eine andere Gitarre gekauft hat und wollte sie gar nicht mehr wieder zurückhaben, weil sie hat ja eine neue Gitarre, mit der kann sie da so spielen und da kann sie eben auch mit diesem Western-Gitarren-Sound rausbekommen, der jetzt also hier nicht, wofür diese Gitarre eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Ich schlage jetzt mal zum Beispiel den Grundton an und dann drücke ich die Oktave, das ist also genau die Hälfte der freischwebenden Seite, da ist die Oktave, der 12. Bund. Und siehe da, minimal zu hoch, A-Seite. Okay, die Dora, auch okay, Nuance zu hoch, G, schwingt sich ein. Kann man lassen. Also die Seiten sind, also wenn man sie mal anfasst hier, sind relativ flexibel, sind also jetzt allerdings nicht dafür gedacht, dass man jetzt also so dann hier so zieht wie der Wahnsinn. Kann man natürlich auch machen. Ziehen kann man schon, aber das verschleißt die Seiten, wie das sicherlich auch von den umwickelten Seiten von der Nylon-Gitarre her kennt. So, ja, ich würde sagen, ach ja, wenn man sie aufzieht, diese Seiten sind nicht ganz billig. Preise kann man in meinem Online-Shop oder woanders auch im Internet erfragen. Das hier oben, der Schlitz, durch den die Seite jetzt geführt wird, dass man da ein kleines bisschen Graphitpulver oder Teflonpulver oder einfach einen weichen Bleistift in der Nudel
Material aufbringt, damit die Saite hier oben besser gleiten kann. Diese Konzertgitarrenmechaniken haben natürlich eine ziemlich dicke Beinwelle und die sorgt dafür, dass man die Saiten sehr schnell hoch und runter ziehen kann. Das ist, was bei der Konzertgitarre eben auch ellenlange dauern kann, bis dann die Gitarre mal gestimmt ist. Und dadurch, dass es eben so direkt ist, muss man sich auch sehr viel Mühe geben mit dem Einstellen der Intonation. Anschließend könnt ihr noch ein paar kleine Dias sehen, die ich gemacht habe, um nochmal die Saiten zu zeigen und diese Bohrung, die ich da gemacht habe und wie ich den tiefer, den Stich tiefer gesetzt habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.